Wer die Gegenwart und vielleicht sogar die Zukunft lesen können möchte, muss durch die Seiten der Vergangenheit blättern. Das gilt recht vielem, doch ganz besonders der Religion. Die Reformation zum Beispiel hatte hier in Schweden herzlich wenig mit Theologie zu tun. Es war ein rein staatliches Ereignis aus politischem Kalkül. Sie markiert den Übergang vom schwedischen Mittelalter zur sogenannten Vasa-Zeit, weil König Gustav Vasa die Reformation gegen allen Widerstand eisern durchsetzte, bis am Ende nur noch eine Religion nach seinem Willen existierte, die schwedisch-lutherische Staatskirche, frei von Rom und kontrolliert allein vom schwedischen Reichstag. Religion wurde hier über Jahrhunderte eigentlich als etwas Staatliches empfunden. Bis ins 20. Jahrhundert war es schwedischen Bürgern unmöglich, kein Mitglied der Staatskirche zu sein. Die Svenska Kyrka genoss enorme Macht. Wer zum Beispiel nicht mindestens einmal jährlich am Abendmahl teilnahm, machte sich gesetzlich strafbar. Die erste Gläubigentaufe 1848 führte zum Landesverweis des Täufers. Die Kinder der ersten Baptisten wurden lutherisch zwangsgetauft. Die Existenz der schwedischen Kirche sorgt aber auch dafür, dass Religion stets als etwas Homogenes und Einheitliches angesehen wurde. Es gab ja landesweit keine Alternativen. Als dann im 19. Jahrhundert die Erweckungsbewegungen aufkamen, hatte das sowohl etwas Faszinierendes als auch etwas Sektiererisches. Ganz besonders, als sich im 20. Jahrhundert die Pfingstbewegung von Kalifornien kommend mit Macht in ganz Schweden ausbreitete. All diese geschichtlichen Ereignisse haben über die Zeit ein ganz bestimmtes Bild von Religion geformt. Vor allem ist hier aber auch ein Gottesbild gewachsen. Einerseits sieht man Gott als etwas Staatliches, Mächtiges. Er zwingt dich per Gesetz in die Kirche, zur Taufe und so weiter. Andererseits scheinen diesem mächtigen Gott aber ausgerechnet die Kleinigkeiten, die Details des Lebens übermächtig wichtig zu sein. Die Länge deiner Haare, dein Schmuck, welches Liedchen du pfeifst und wann du das tust, und wehe, du machst hier irgendetwas falsch, dann wird dich seine höllische Strafe treffen. Lange hatte Religion also gar nichts mit eigenem Glauben zu tun. Sie war so persönlich wie eine Verfassung. Der Staat lenkte die Kirche und die Kirche das Volk. Erst die späten Erweckungen betonten das persönliche Verhältnis zu Gott. Und daraus erwuchs allmählich das Gottesbild eines übermächtigen Moralpolizisten. Kontrolle, Macht oder Missbrauch werden daher bis heute hier mit Religion verknüpft. Doch im 20. Jahrhundert begannen immer mehr, sich davon loszusagen. Allen voran der Staat selbst, der heute streng neutral sein will oder besser gesagt areligiös. Über einige Jahre konnte ich vor 40, 50 Mitarbeitern eines riesigen Second-Hand-Shops eine wöchentliche, kurze Inspirationsrede halten. Und am Anfang habe ich da einmal Psalm 23 vorgelesen, weil ich dachte, das vermittelt doch ein viel freundlicheres Gottesbild, oder? Hinterher wurde ich allerdings vom Chef zur Seite genommen, der übrigens Christ ist, und der hat mir erklärt, dass ich hier nicht die Bibel lesen kann. Der Grund? Die meisten Mitarbeiter sind vom Sozialamt aus auf Reintegrationstraining hier. Und wenn die Behörden mitbekommen, dass hier öffentlich die Bibel vorgelesen wird, dann besteht die Gefahr, dass die ihre Leute und damit ihre finanzielle Unterstützung abziehen. Jede öffentliche religiöse Tätigkeit, die irgendwie als Mission ausgelegt werden könnte, sieht man als gefährlich an. Und die letzten Jahre mit terroristischen Anschlägen haben das sicherlich nicht verbessert. All das wurzelt in einem ganz bestimmten Gottesbild. Und das ist so entscheidend, weil jedes Gottesbild, das jeder von uns ganz tief insgeheim in sich drin trägt, kann Quelle größter Freiheit oder unser dunkelstes Gefängnis sein. Und weil das so entscheidend ist, werde ich nächstes Mal meine schwedische Kollegin erzählen lassen, wie wir dem begegnen. Bis dahin, seid gesegnet.